Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Legacy of the Duelist. Hier mit mir. Und ich habe irgendwie eine Menge Duellpunkte. Das würde ich doch, könnte ich doch gut in Picks investieren. Aber ich glaube, das mache ich nachher. Das wäre, glaube ich, mal recht schlau. Und wir sind jetzt bei, immer noch bei Arc 5. Und sind beim der multidimensionale Yuya. Genau. In dem Yuya und Crow gegeneinander spielen. Und da ist Jack. Und da ist der was auch immer. In der letzten Runde vor dem Finale duellierten sich Yuya und Crow, um zu entscheiden, wer gegen den früheren Champion des Freundschaftscups antreten würde. Hey Yuya, es tut mir leid. Ich war überzeugt, dass du und die anderen Lancer auch mit den Tops verbündet hatten. Okay, Crow. Bevor du da weiterredest, wir fangen einfach an. Wir haben Künstlerkumpel Nilpferd auf der Hand. Lustiges Nilpferd. Oh, geil. Er beschwört nur geil. Und ich habe zweimal Freudesel. Oder ist es zweit. Ah, nee, da ist Zweitesel. Und der hat keine 1600 Angriffspunkte. Das ist nicht gut. Dramatisches Künstlerkumpeltheater. Monster mit einem unterschiedlichen Typen. Wie du quasi vier Künstlerkumpel mit unterschiedlichen Typen kontrollierst, du kannst ein buntäugigen Monster Spezialbeschwörung von deiner Hand, deinem Friedhof oder deinem Deck. Oh, Pendelruf. Pendelruf. Dann werfe ich das ab. Ich werde den Pendelbereich setzen. Au. Oh. Und drei. Einmal pro Spielzug kannst du ein Xyz-Monster. Oh. Wird aber nicht. Steht da nicht auf 8 drauf? Deshalb bietet sich wahrscheinlich wieder. Oder einmal pro Spielzug, du kannst einen offenen Sexismus, das kontrollierst in deinem Monster Stufe 5. Und solange du mehr Karten kontrollierst als dein Gegner, dieser Karte zu 4. Ah, dammit. Ja, gut. Bringt mir jetzt aktuell nichts. Und jetzt kommt Synchro. Synchro Summon und er ist. Oh, der Sprühregen. Was macht denn der? Nein, Esel. Ich kann halt echt nur den Ding beschwören. Normal Beschwörung, du am letzten einmal für Stufe 7 oder höher ist Tributbeschwörung für eine offene Angriffsposition. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das ist gerade alles nicht so geil. Künstlerkumpel Silberklaue. Lang von Bulle. Kamelhöcker. Was hat denn der? Peitschenschlange! Ja, ich will Peitschenschlange auf die Hand nehmen. Und dann greife ich an.
Oh. In deinem Friedhof. Oh, dammit. Ah, dammit. Wobei, den könnte ich mit Peitschenschlange dann ausmanövrieren. Bö, der Gegenwind. Und er tributiert ihn. Oh. Bukunai. Der Sprühregen. Dammit, Crowd, die krasse Taktik am Start. Ich habe immer noch zu viele Karten. Das bringt mir nichts. Dammit. Ja, okay. Er hat doch gewonnen. Oh, jetzt muss ich aber niesen. Okay. Ich probiere es einfach nochmal, mal gucken, ob ich was Besseres ziehe. Hätte keinen Kampfschaden. Einmal, du kannst ein anderes offenes Monster. Wenn bis zum Spielzug leicht in der Zeit eine ATK des Monsters. Okay. Den setze ich aber mal in die Pendelzone. Du kannst diese Karte in offene Verteidigung ändern. Nulliere den Angriff. Segellibelle. Langfurt. Weißt du, diese Karte ist Spezialbeschwörung. Du kannst ein Künstlerkumpelmonster von deinem Deck hinzufügen, außer einem Pendelmonster. Wir kommen. Dann nehme ich Segellibelle als Bait. Oh, Verlockung der Finsternis. Kalima, der Dunst. Und Kunai, der Sprühregen. Nebelkörper, was macht das? Tja, da habe ich dich wohl hart gebaitet, ja? Crow. Keine Ahnung, warum er die Zauberkarte gespielt hat, aber... Die bringt ihm jetzt nichts mehr. Künstlerkumpel rufen. Oh, Pendelruf, nice. Wisst ihr, ich könnte die auch nochmal in die Pendelzone setzen, aber es bringt mir halt dann nichts mehr. Sagen von Bulle. Pendulum! Das ist so lustig. Bam. Ja, lang von Bulle. War das nur ein Künstlerkumpel oder buntäugig? Ich glaube nur Künstlerkumpel. Ja, dann nehme ich jetzt Peitschenschlange wieder. Peitschenschlange ist der Shit. Oh, was kann ich denn machen? Ah, ich kann ja den Rebellions-Exis-Drachen nehmen. Oh. Okay, ich kann bloß das machen. Dann ist die doch nicht so gut, wie ich dachte. Ich dachte, ich könnte jetzt einfach von Crow seinen Sprühregen einfach den Ding nehmen und dann... Hier einfach 3500, dann renne ich mit der rein und dann sind beide tot. Wie war das nochmal? Ich kann was abhängen. Seine ATK werden gleich der Hälfte seiner derzeitigen ATK, was dies tust, diese Karte, die verlorenen ATK. Oh, ja gut, ich muss da zwei abhängen. So. Dann rennen wir da mal drüber. Finsterer Rebellionsdrache. Oh nein, nicht Drache, der Schwarzflügel. Jetzt kriegt er seine zwei kleinen Tokens.
Er ist Stufe 1. Und die sind Stufe 2. Dann zerstöre ich lieber die. Weil die könnten mir im Nachhinein mehr wehtun. Ich weiß aber nicht, ob der Rebellionsdrache die ATK behält, aber ich glaube schon. Das wäre ein Wacker-Effekt, wenn er das nicht tun würde. Und nochmal eine Synchro. Oh nein, jetzt kommt wieder Raikiri, der Regenschauer. Ah ne, Raikiri, der Regenschauer. Dammit. Ist mein Rebellionsdrache weg. Oh, buntäugiger Pendeldrache. Scheiße, ich kann aber keine Pendelbeschwörung mehr machen. Dammit. Shit. Wieso muss Crow so gut sein? Einen direkten Angriff. Wähle das angreifende Monster an den Angriff und falls dies tust, füge deine Hand zu zwei Künstlerkumpelmonster von deinem Deck hinzu. Ja gut. Mir bringt es jetzt nichts, Peitschenschlange zu beschwören. Nebelkörper, was macht das? Ich kann doch Kampf nicht zerstört werden, ja. Ja moin. Jetzt kriege ich zweimal buntäugige Pendeldrache. Künstlerkumpel. Ruf. Yeah. Will ich die Pendel, Dude, holen? Oder nehme ich Kamelhöcker? Du kannst dieses Monster, das du ATK. Oh, nice. Ah ja. Ich nehme natürlich das Ding. Ich nehme natürlich lustiges Nilpferd. Nice. Okay, was beschwöre ich jetzt alles? Und lang von Bulle. Ich könnte sogar noch Kamelhöcker beschwören. Ach komm. Scheiß drauf, ich beschwöre einfach alles. Pendulum! Saman! Pendeldrache! Und Kamelhöcker. Ah, genau. Was hol ich mir denn? Ich hol mir Zweitesel. Kann ich den Rebellionsdrachen nicht mehr beschwören? Doch, oder? Ah nein! Ich kann ja, wenn ich ein Pendulum gemacht habe, wenn ich Pendelbeschwörung gemacht habe, kann ich ja keine Spezialbeschwörung mehr machen. Weil. Ist ja logisch! Das wäre ja sonst zu OP. Ja gut. Endphase. Endphase. Oh, Peitschenschlange. Nee. Ah. Das bringt mir nichts. Okay. Finsterer Rebellions-Exis-Drache.
Ich beschwöre dich. Das wird wieder so eine richtige Animationsfolge. Macht ihr nicht durchschlagenden Schaden eigentlich? Was war das? No, bei deinem Setzen ein Monster ist Stufe 7 oder höher als Tributbeschwörung in die offene Angriffsposition. Ah, okay. Es kommt noch Freundesel, ne, Zweitesel. Ich will immer Freundesel sagen. Künstler, Kumpel, Salutier. Ne, ach, Saluttiger. Du kannst eine Hand von deinem Deck hinzufügen. Oh, cool. Ja, komm, nehme ich den Saluttiger. Ja. Nein, ich will nicht die ATK mit dem Ding vertauschen. Komm, nochmal Rebellion, Sexistrache. Immer, nimm mir also den anderen Effekt. Nicht unfair. Battle Phase. Das finde ich halt mega unfair eigentlich. Oh, ich hätte Bora angreifen sollen. Scheiße, der kann jetzt nächste Runde wieder was von mir zerstören. Damit. Ja. Ciao, Xyz-Drache. Ich kriege halt diese Karte nicht weg. In der Rang des Xyz-Monsters wird bis zum Ende des Spielzugs gleich der Stufe des Monsters der Stufe 5. Karten kontrollierst als dein Gegner, wird dieser Pendelbereich zu 4. Und seinen Rang verwenden, als ob er eine Stufe hätte. Jetzt muss ich mal gucken, wie das genau läuft mit diesem. Vom Typ Drache der Stufe 7. Zerstöre so viele Monster der Stufe 7 oder niedriger, die dein Gegner kontrolliert wie möglich, füge dem Gegner 1000 Schaden zu. Oh, der Stufe 7. Monster vom Typ Drache der Stufe 7, ja. Aber das Monster, das du kontrollierst in diesem Spiel, du kannst das als. Ah. So läuft es. Okay. Kriegt ja auch nochmal eine Animation, der buntäugige Rebellionsdrache. Nein. Saluttiger. Angriff. Oh, ich kann mehrfach angreifen. Ja, ich möchte den Angriff wiederholen. Er hat 5000! Oh shit, weil der so, weil da so viele im Dings. Oh, Alter. Angriffe durchführen, falls diese Karte in der Monsterzone durch Kampf oder einen Karteneffekt. Du kannst so viele Karten zerstören wie möglich und falls du dies tust, lege diese Karte in deine Pendelzone. Lol, was macht denn die in meinem Pendel?
Ja moin, es bringt mir das echt nichts mehr. Bringt mir jetzt echt nichts mehr. Fucking Crow, Alter. Ah, ja, moin. Ich dachte schon, ich hätte verloren. Komm, ich beschwöre hier noch lang von Bulle. Komm, ich suche mir noch nach einem. Ich suche noch einen Künstlerkumpel. Und hau hier mit dem Rebellionsdrachen weg. Julia, geht es dir gut? Crow, was ist hier los? Sora sagt, irgendwelche Leute werden hinter Selina her. Die Andreas für Obelisk. Die Duellakademie hat die Synchro-Dimension infiltriert. Aber ich habe das Recht, diese Dimension zu beherrschen. Sie könnten alles ruinieren, vor allem wenn sie Selina und Susu vor mir finden. Alles klar. Ne, gut. Dann hätte ich ehrlich gesagt einmal mein Kennenspiel beim nächsten Mal. Für die nächste Folge gebe ich mir das auf. Und ehrlich gesagt, bis dann.